Das heutige Thema ist die doppelte Buchführung. Und die doppelte Buchführung hat heute eine ganz besondere Bedeutung oder hatte sie eigentlich schon immer im Grunde genommen seit den letzten 2000 Jahren wirklich. Und jetzt, wo wir einen Überblick bekommen haben über die verschiedenen Rechtsformen, Vertragsrecht, Treuhandrecht, kommerzielles Recht, die administrativen Prozesse oder den administrativen Prozess, wenn man so will, und die Erklärung unter Eid, ist es jetzt wichtig, dass wir uns heute mit einem mehr technischen Thema befassen, eben die doppelte Buchführung. Und da muss man ein bisschen was vorausschicken. Wie wir ja wissen, war der alte Buchführungsstandard wirklich relativ einfach. Man notierte die Eingaben, man notierte die Ausgaben und verrechnete das direkt miteinander. Und was dann unterm Strich übrig blieb, das war entweder ein Gewinn oder ein Verlust. Das nennt man auch die Kameralistik, in der zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland und deren Länder und Kommunen seit dem Zweiten Weltkrieg hauptsächlich operiert haben. Ganz im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten von Amerika, also den US United States, die in der Öffentlichkeit schon seit wirklich 1933, seit eben dem Staatskonkurs, die doppelte Buchführung verwendet haben. Und das war natürlich ein riesiger Nachteil, der da in Deutschland stattfand, denn die haben in der Kameralistik operiert in der Öffentlichkeit, was sozusagen eine Verrechnung oder ein Ausgleich per Akzept so gut wie unmöglich machte. Das ging also einfach nicht, ganz einfach aufgrund der kameralistischen Natur der Buchführung. Und erst im Jahre 2011, 2012, soweit ich informiert bin, sind die letzten Kommunen und die letzten öffentlichen Stellen in Deutschland und in den Ländern umgestellt worden auf die doppelte Buchführung. Und wenn man die doppelte Buchführung nicht gewöhnt ist, und das betrifft natürlich hauptsächlich die ganzen Buchhalter, die im öffentlichen Dienst tätig waren, die Buchführung, die Buchprüfer, dann ist das eine phänomenale Umstellung. Das ist eine riesige Umstellung, die also durchaus für Verwirrung sorgen kann. Denn alles muss jetzt festgehalten werden, alles muss genau eruiert werden, was ist der Wert, das muss in die Bücher eingetragen werden, was sind die Gegenwerte. Und das ist eine große Aufgabe gewesen. Und es im Jahre 2000 war das, denke ich, soweit ich mich erinnere, dass die Weltbank den Bundesrechnungshof sozusagen aufforderte, ihr mitzuteilen, wann denn nun die Bundesrepublik Deutschland und die Länder in die doppelte Buchführung endlich übergehen. Und der Bundesrechnungshof hat dann beim Bundesfinanzminister angefragt und der Bundesfinanzminister hat geantwortet, dass diese Umstellung jetzt geplant ist und dass sie stattfinden wird und dass sie abgeschlossen sein sollte im Jahre 2006. Nun gut, das wurde dann 2011, 2012. Also die Weltbank, die war da sehr hinterher, dass jetzt also auch in Deutschland die doppelte Buchführung eingeführt wurde. Und das war interessant, weil natürlich in den 90er Jahren wiederum ein Staatskonkurs vorbei war. Und man sich jetzt natürlich fragen muss, ob Deutschland den zweiten oder den dritten Staatskonkurs vollendet hatte. Aber das sind Fragen, die sind jetzt nicht weiter von Bedeutung, aber es ist eine interessante Frage. Und was ist jetzt das Besondere an der doppelten Buchführung und wie hilft uns das, das kommerzielle System zu verstehen? Die doppelte Buchführung, da besteht, das muss ich vorausschicken, eine große Begriffsverwirrung. Das heißt, was im Deutschen zum Beispiel als Nebenkonten oder auch hin und wieder als Unterkonten übersetzt wird, heißt eigentlich im Englischen, im Angelsächsischen, off-ledger, und zwar off mit zwei F geschrieben. Das heißt, es ist außerhalb der normalen Buchführung. Es ist off-ledger. Es ist kein Unterkonto, es ist kein Nebenkonto, sondern es ist tatsächlich ausgegliedert. Die off-ledger ist korrekt übersetzt mit den ausgegliederten Posten. Und warum sind die ausgegliedert? Die sind ausgegliedert, weil das jeweils immer die private Verbindlichkeit des Rechtstellers darstellt und keine öffentliche Verbindlichkeit. Das heißt, in der doppelten Buchführung,
und das muss man sich merken, wird für jede Transaktion zwei Buchungen vollzogen, und zwar immer sofort. Das heißt, ich gebe hier ein ganz konkretes Beispiel. Stell zum Beispiel eine Firma, die in der öffentlichen Buchführung operiert, und alle öffentlichen Firmen, die zum Beispiel Aktien anbieten auf den Aktienmärkten, die müssen das entweder unter der GAAP oder unter der deutschen GAAP oder auch Banken jetzt immer mehr unter der IFRS, das ist der, oder IFRS, das ist der internationale Financing Recording Standard. Das heißt, das ist so vorgeschrieben worden von der Weltbank, dass jetzt die Posten und die Einträge nach bestimmten Regeln vollzogen werden, damit das auch transparent und nachvollziehbar ist und nicht immer die Banken und die großen Fortune 500 Firmen ihre Verbindlichkeiten verstecken und vorenthalten. Also, was passiert nun, wenn so eine Firma eine Rechnung stellt? Nun ja, sie stellt die Rechnung an den Kunden. Und jetzt wird, sagen wir, für 1.000 Euro. Jetzt wird also dem Kunden eine Verbindlichkeit von 1.000 Euro auferlegt und aufgrund dieser Verbindlichkeit kann dann die Rechnung ausgedruckt werden. Aber was gleichzeitig passiert ist, ist, dass diese Firma in die sogenannten Off-Ledger, die nicht ersichtlich sind direkt in der Buchführung, auch 1.000 Euro einträgt, und zwar an Verbindlichkeit, die sie selber dem Kunden gegenüber hat. Das ist also die Offsetting Liability, sagt man dazu, die ausgleichende Verbindlichkeit. Und wenn man mehr darüber wissen will, dann kann man sich ein sehr technisches Dokument angucken, mal vom Internationalen Währungsfonds. Das ist der Chicago Plan neu beleuchtet von 2012, The Chicago Plan Revisited von 2012. Und da findet man eigentlich viel interessanter als das, was in dem Dokument drinsteht, sind die verschiedenen Fußnoten. Wenn man denen mal folgt, dann kommt man auf sehr interessante Dokumente, die einem einen sehr tiefen Einblick geben können in die verschiedenen, wirklich sehr technischen und teilweise auch recht komplexen Aspekte der Finanzwelt, der doppelten Buchführung vor allen Dingen. Das heißt also, dass für jede Transaktion immer eine ausgleichende Transaktion sogleich mit verzeichnet werden muss, also eingetragen werden muss. Das ist ganz besonders wichtig, denn die doppelte Buchführung ist eingeführt worden, ist die brauchbare Buchführung für einen sich im Reorganisationskonkurs befindlichen Unternehmen oder einer Struktur ganz allgemein, jetzt mal ganz abgesehen, ob das ein Unternehmen ist oder nicht, ein sich im Konkurs befindliche Struktur, ja. Und diese Struktur, dieser Konkurs ist ein Reorganisationskonkurs. Das ist noch einmal eine Vorbedingung dafür, dass die doppelte Buchführung überhaupt angewendet werden kann. Denn da werden die Werte, die als Masse zur Verfügung stehen, in diesem Konkurs neu organisiert. Und das ist zum Beispiel, darum mussten die Kommunen und die Länder und die Finanzämter und so weiter alle ihre Werte aufzeichnen, all das, wofür sie kommerziell gesehen verantwortlich waren. Das heißt, die Brücken, die Straßen, die öffentlichen Gebäude, Krankenhäuser, all das, was sie selber aus öffentlichen Schulden finanziert haben, das musste jetzt aufgezeichnet und erfasst werden, um überhaupt eine Bilanz, eine akkurate Bilanz zu bekommen. Denn es ist nicht nur, dass das jetzt die Werte dieser Kommunen waren, sondern sie standen auch mit diesem Wert gegenüber den Gläubigern in der Kreide. Und wir wissen ja schon, wer die Gläubiger sind. Das heißt, auch wenn in der doppelten Buchführung Werte erfasst werden, also sozusagen eine Inventur gemacht wird, dann haben die zwar auf der einen Seite hier die Sache oder wenigstens den Titel über die Sache, aber auf der anderen Seite haben sie auch eine Verbindlichkeit im gleichen Wert. Denn hätten sie nur die Sache und keine Verbindlichkeit, dann wären sie nicht im Konkurs. Und dann wäre wiederum die doppelte Buchführung nicht notwendig, denn dann könnten sie, wie sie das bisher auch getan haben, ganz normal in der Kameralistik operieren. Also da können Sie sehen, wie man mit Hilfe von Logik und ein bisschen Wissen nachweisen kann, dass ein Staatskonkurs vorliegt und auch wiederum nachweisen kann, dass die doppelte Buchführung die korrekte Form ist der Buchführung in einem Reorganisationskonkurs.
Das muss man immer dazu sagen. Es ist ein Reorganisationskonkurs. Und wenn man genauer mal die Regeln kennen will, dann kann man sich mit den Regeln der Chapter 11, also des Kapitel 11 Konkurses in den Vereinigten Staaten befassen. Also, das heißt, für jede Transaktion wird immer eine ausgleichende Transaktion verbucht. So, jetzt ist es aber so, dass das heute alles über Computersoftware gemacht wird. Das ist nicht mehr so wie früher, wo zwei unabhängige Bücher geführt würden. Denn daher kommt ja die Idee der doppelten Buchführung. Das heißt, in einem Buch wurde ein Betrag eingetragen und im anderen wurde der gleiche Betrag als Verbindlichkeit eingetragen. Das heißt, die beiden Bücher haben sich immer ausgeglichen. Die mussten sich ausgleichen. Das ist nicht das, was man denkt, dass hier einfach zwei Bücher geführt werden, in denen zweimal die gleichen Einträge gemacht werden. Einfach nur zur Sicherheit. Das ist es eben nicht, aber das ist oft die landläufige Vorstellung unter den Menschen, dass doppelte Buchführung bedeutet, naja, da wird in einem Buch der Eintrag gemacht und im anderen wird er auch gemacht. Und wenn es dann irgendwo eine Diskrepanz gibt, dann schaut man halt, da ist das so eingetragen, da ist das so eingetragen. Das ist technisch gesehen nicht korrekt. In einem Buch wird die Verbindlichkeit eingetragen, im anderen wird der Wert eingetragen. Also in einem Buch wird das Haben eingetragen, im anderen das Soll, wenn man so will. Obwohl das eigentlich Begriffe die mehr aus der Kameralistik stammen und in der doppelten Buchführung eigentlich keinen Platz haben. Im Englischen nennt man das die Accounts Payable und die Accounts Receivables. Jetzt die Accounts Receivables, das sind die Summen, die eine Firma als Forderung ausständig hat, gegenüber einem Kunden zum Beispiel. Und die Accounts Payable sind diejenigen Posten, die eine Firma als Verbindlichkeit hat, gegenüber einer anderen Partei. Hier in dem speziellen Fall auch gegenüber dem Kunden. Ja, das heißt, jede Rechnung, die erstellt wird von einer solchen Firma oder vom Staat, ist nichts weiter als die Accounts Receivables, also nur die Forderung, die Forderungsseite, die Firma gegenüber dem Kunden hat, also der natürlichen Person zum Beispiel. Ja, uns gegenüber, wenn wir das hier für den Zweck dieser Unterhaltung akzeptieren, dass wir im Kommerz die Funktion einer natürlichen Person übernehmen. Das heißt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, diese Forderung auszugleichen. Die eine Möglichkeit ist natürlich, dass wir das ganz wie bisher tun. Dass wir sagen, na gut, wir überweisen denen jetzt zum Beispiel Euro oder schicken denen Bargeld oder sonst irgendwie sowas in der Art. Aber was da wirklich passiert, rein buchtechnisch, das ist relativ einfach. Die Firma sieht, dass eine Zahlung eingegangen ist. Und es ist diese Tatsache, dass die Zahlung eingegangen ist, ob das jetzt über Euro oder über Überweisung gemacht wurde, spielt keine Rolle. Wenn der Sachbearbeiter die einträgt, sozusagen die Off-Ledger, also die ausgleichende Verbindlichkeit, die rechnungsstellende Firma hat, sozusagen übernimmt in die Hauptbuchführung und somit als Gegenposten wirklich und somit diese Rechnung auf Null setzt. Das ist das, was wirklich passiert. Die Tatsache der Überweisung. Es spielt dabei wirklich eigentlich keine Rolle, der Betrag, rein technisch gesehen. Aber die Buchhaltungssoftware ist so gestaltet, dass das dennoch eine Rolle spielt, obwohl es das nicht tun sollte. Das heißt, da liegt eine Art von Betrug vor. Und es gibt einen buchhalterischen Weg, wie man das korrigieren kann. Über den sprechen wir später. Und jetzt, wenn man zum Beispiel auf die 1000 Euro Stromrechnung die 1000 Euro überweist, dann ist die Tatsache der Überweisung, die Software des Stromlieferanten, ja, erkennt automatisch, aha, hier wurde eine Überweisung getätigt. Und hier über 1000 Euro. Das heißt, jetzt wird diese 1000 Euro ausgleichende Verbindlichkeit, die Stromfirma hat, übertragen rüber auf die öffentliche Seite, dient dort als Ausgleich. Aber was hat jetzt die Firma trotz allem noch? Sie hat noch zusätzlich 1000 Euro. Das muss man also verstehen. Das heißt, die Firma hat hier nicht nur die ausgleichende Verbindlichkeit jetzt verrechnet, sowieso, sondern sie hat auch die 1000 Euro. Und eigentlich müsste sie ihnen diese 1000 Euro zurückerstatten.
Das heißt, Sie müssen einen Beleg einfordern und diesen zurückfordern, diesen Betrag, denn er diente lediglich dem Ausgleich. So. Das heißt, das sind jetzt, diese 1000 Euro sind jetzt 100%ige Profite im Staatskonkurs. Und ein Profit im Staatskonkurs kommt dem Akt der Plünderung gleich. Ja, wenn eine Partei sich als geplünderte Partei sieht. Es ist nicht von sich aus eine Plünderung, denn wenn Sie nicht glauben, dass Sie geplündert werden, dann liegt auch keine Plünderung vor. Wenn Sie allerdings glauben, dass Sie geplündert werden, dann liegt eine Plünderung vor. Vor allen Dingen, wenn Sie das zum Beispiel in Form einer Erklärung unter Eid angegebener Stelle zu gegebenem Zeitpunkt, je nach Situation, je von der Situation abhängig, dann auch einbringen. Ja? Aber es ist ein Akt der Plünderung, aber die meisten Menschen fühlen sich nicht geplündert. Sie sehen das als ein gerechter Ausgleich für die Elektrizitätsfirma, die auf Staatskredite hin alles auf vorbezahlter Basis operiert. Und sie sagen, hier zweimal zulangt, also anstatt 1.000 Euro wirklich den Wert von 2.000 Euro bekommt und möglicherweise noch mehr. Aber das hängt jetzt von den Derivaten ab. Das heißt, es ist eine Art von Plünderung, von Profit im Staatskonkurs und diese Profite gehen als Gewinn ein, werden dagegen verrechnet auf öffentlicher Seite gewisse Abzüge wie Steuer zum Beispiel oder Ausgaben, die die Firma hat und am Ende bleibt etwas übrig, worauf dann die Firma Steuer zahlen muss. Das ist nichts anderes als wie bei der natürlichen Person, die auf ihre Operationsgewinne auch Steuer zahlen muss. Ja, gut. Jetzt, was würde passieren, wenn man so eine Forderung zum Beispiel nach entsprechender Vorarbeit mit einer Annahme ausgleichen würde? Nun, es würde wirklich nichts anderes passieren. Was würde passieren ist, die würden die Annahme reinbekommen, die würden sehen, aha, das ist eine Annahme für Wert. Jetzt, diese können Sie nicht nach dem normalen Rekonsolidierungsverfahren mit dem Bankkonto verbuchen. Das heißt, da haben die ein Problem. Das heißt, der normale Sachbearbeiter wird nicht in der Lage sein, diese Annahme zu verbuchen und muss deshalb die Annahme dem Vorgesetzten überreichen. Und wenn der auch keine Ahnung hat, dann muss das irgendwann muss es beim Chief Financial Officer dieser Firma landen, also beim Chefbuchhalter, beim Cheffinancier wirklich dieser Firma. Und vielleicht ist es eine gute Idee, wenn man diese Dinge gleich an diese Position hinschickt, damit man sozusagen den Frieden und das Prinzip der Need-to-Know-Basis in den unteren Ebenen dieser Institution wahrt und nicht in Gefahr bringt. Und der hat jetzt eine Möglichkeit, der kann jetzt vielleicht selbstständig oder aber mit Hilfe seiner offiziell bestellten Buchprüfer, die ja extern sein müssen und vereidigt sein müssen, sowas wie KPMG oder Anderson oder PricewaterhouseCoopers oder Ernst & Young, diese globalen Buchhaltungsfirmen, die kennen einen Standard und das nennt man die Intermediate Accounting Practices nach GAAP. Und das sind Prinzipien, über die werden wir im Zuge dann der mehr technischen Aspekte der Annahme auch sprechen. Dazu gibt es einen englischen Text. Die sind sehr wohl bekannt, wie wir auch wissen, auch aus erster und zweiter Hand bei den Buchprüfern dieser großen globalen Firmen. Die wissen ganz genau, um was es dabei geht. Und ich selber hatte mal mit einem Buchhalter gesprochen, der hat in der City von London gearbeitet und er ist dann sozusagen, hat seine Karriere beendet in der City und ist dann der Chefbuchhalter geworden einer kleinen mittelständischen Buchhaltungsfirma, die privat operiert hat und hat dort unwahrscheinlich viel Gutes getan für kleine und mittelständische Unternehmen, weil er sozusagen diese ganzen Inseln aus und Tricks kannte. Und diese Intermediate Accounting Practices, die schreiben genau vor, welche Prozesse man anzuwenden hat, um die ausgleichende Verbindlichkeit, die eine Firma hält gegenüber dem Kunden, zu verrechnen mit der Forderung, die die Firma hält gegenüber dem Kunden. Und das ist ein rein administrativer Prozess, der stattfindet mit bestimmter Berechtigung in der Buchhaltungssoftware. Und diese Berechtigung haben die normalen Buchhalter, die normalen Menschen, die da im Customer Service arbeiten, haben die nicht. Die haben überhaupt keine Ahnung. Die Dinge passieren meistens vollautomatisch.
Und erst wenn etwas aus dem Rahmen fällt, dann wird es sozusagen aufgezeigt und ein Arbeiter oder Sachbearbeiter nimmt sich der Sache an. Aber diese Dinge passieren vollautomatisch heute. Das heißt, nur die ganz Eingeweihten da oben, die wissen Bescheid, wie das funktioniert. Aber das ist genug. Wir können uns jetzt auch sozusagen unter die Eingeweihten zählen, zumindest teilweise. Und natürlich nimmt diese Einweihung, die wird nie beendet. Es geht immer weiter. Das heißt, man kann immer mehr darüber lernen. Und also diese Intermediate Accounting Practices, das sind die Accounting Principles, die angewendet werden müssen, um zum Beispiel eine Annahme oder wirklich jede andere Form der Begleichung, die außerhalb einer Überweisung liegt, zu verrechnen. Und deswegen ist es am besten, wenn man sich da an den Chefbuchhalter der Firma wendet. Und wenn der nichts tut oder nichts erledigt, dann kann man sich an den Buchprüfer wenden. Denn die Buchprüfer sind vereidigt und wenn man die in Kenntnis darüber setzt, dass die das verrechnen sollen, mittels der Intermediate Accounting Practices, und die tun das nicht, die sind vereidigt, das heißt, die kommen dann in einen Interessenskonflikt mit dem Kunden und müssen also den Kunden dazu drängen, dass das korrekt gemacht wird. Da gibt es verschiedene Ansatzpunkte, wie man die dazu drängen kann. So, das ist der ganze, nein, nicht der ganze Zauber, aber das ist das Konzept hinter der doppelten Buchführung. Und wie kann man das beweisen, dass dieses Konzept existiert? Nun, das ist wirklich ganz einfach. Und zwar, man schaue sich die Bilanz an einer großen Firma, ja? E.ON oder, was weiß ich nicht, was, Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke oder der Telekom, ja? Man gehe auf deren Webseite und betrachte sich die Jahresbilanz, die Abschlussbilanz vom letzten Jahr, vom vorletzten Jahr, vom Jahr davor und so weiter und so fort. Und da wird eines auftauchen, dass in der Bilanz die Aktiva immer gleich den Passiva sind. Das heißt, die Aktiva und die Passiva heben sich immer auf. Das heißt, die ergeben immer Null. Das nennt man auf Englisch die Trial Balance. Und es ist tatsächlich so, dass das nicht nur in der Jahresabschlussbilanz der Fall ist, sondern dass das jeden Abend um 17 Uhr oder 18 Uhr, je nach Geschäftsschluss, in jeder Firma, die in der doppelten Buchführung operiert, einschließlich des Staates, der Kommunen und so weiter und so fort, der Fall sein muss. Das heißt, jeden Abend um 17 Uhr oder 18 Uhr, je nachdem, müssen die Aktiva gleich den Passiva sein. Und das ist die Voraussetzung. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hat irgendjemand über die Nacht hinweg Mittel gestohlen und die wahrscheinlich für eigene Zwecke entfremdet. Ist natürlich schwer, so etwas rauszufinden. Das ist nicht etwas, was man jetzt als Otto-Normalbürger tun kann bezüglich einer Firma. Aber das sind die Prinzipien dahinter und das wissen die Buchprüfer. Also bei Banken ist das ganz besonders streng, wenn da eine Bank ihre Bilanz nicht macht, dann muss notfalls hier der Bankdirektor in seine eigene Tasche greifen, um diese Balance herbeizuführen bezüglich eines Postens. Also Aktiva sind immer gleich Passiva. Nun, was bedeutet das? Wie kann das sein? Das muss man sich als erstes mal fragen. Nun, was sind Aktiva? Die Aktiva ist das, was eine Bank als Forderung hat gegenüber Dritten. Und die Passiva ist das, was Dritte als Forderung haben gegenüber der Bank. Und wie kann das immer gleich sein? Wie kann sich das immer ausgleichen? Das muss man sich mal überlegen. Okay, wie kann das möglich sein? Mit anderen Worten, die Bank hat nur so viele Forderungen anderen gegenüber, wie sie auch anderen gegenüber schuldet. Das ist interessant. Oder man kann das auch andersherum formulieren. Man kann sagen, die Bank schuldet anderen nur so viel, wie sie selber auch als Forderung gegenüber anderen ausständig hat. Das ist doch eine interessante Sache, wenn man sich das anguckt. Und das kann man wirklich überprüfen bei Banken, bei Firmen, Telekommunikationsunternehmen, den ganzen öffentlichen Infrastrukturversorger und Unternehmen, alle, die auf öffentlicher Seite Aktien handeln, die müssen diese Bilanz einbringen. Und diese Bilanz zeigt immer, dass die Aktiva und die Passiva Null sind. Jetzt versuchen Sie das mal nachzuvollziehen mit den Posten, die da angegeben sind. Das ist schlicht und ergreifend unmöglich. Das ist also ein konsolidiertes
Spreadsheet, kann man sagen, eine konsolidierte Bilanz, die sich also wirklich einer genauen Nachprüfung nur einem geübten und vereidigten Buchprüfer, der auf dieser Ebene operiert, erschließen kann. Und ich sage Ihnen was, in dieser Bilanz sind die sogenannten Off-Ledger mit eingebaut. Das heißt, die sind dort ersichtlich. Das heißt, in der Trial Balance oder in einer Abschlussbilanz sind die Off-Ledger immer mit eingebaut. Das heißt, die Off-Ledger, das was sozusagen in den Nebenkonten ist oder außerhalb des Ledgers, das ist gleichzusetzen im Wert oder ist der gleiche Wert oder hat den gleichen Wert wie die Forderungen, die auf der anderen Seite, auf der öffentlichen Seite, ausstehen. Das ist also eine bemerkenswerte Sache und da haben wir es schwarz auf weiß. Jetzt, die ausgleichende Verbindlichkeit, von der ich gesprochen hatte, also das, was in den Off-Ledgern sitzt in dieser doppelten Buchführung, wo kommt das her? Ja, warum ist das so? Nun, das ist, man könnte sagen, das ist unsere Freistellung. Oder sagen wir so, es ist die Freistellung. Ob das unsere ist, ist vielleicht debattierbar. Darüber kann man sich ja jetzt nicht streiten, aber debattieren. Aber wir können es, unsere Freistellung machen, indem wir zum Beispiel durch eine Variierung des Vertrages darauf bestehen, dass die ausgleichende Verbindlichkeit herangezogen wird zur Verrechnung und dass diese in Form einer Annahme bezogen wird. Das wäre korrekte kommerzielle Sprache. Dass also die Annahme für Wert diese ausgleichende Verbindlichkeit, die ein Rechtsteller hat, im Konkurs, in der doppelten Buchführung, dass diese bezogen wird für den Ausgleich der Forderung auf der öffentlichen Seite. Mit anderen Worten, man kann auch sagen, dass diese ausgleichende Verbindlichkeit, also die Off-Ledger, die private Seite manifestieren. Das ist nämlich nicht etwas, was in jedem einzelnen Posten in der Buchführung oder in der Bilanz erscheint, sondern was nur insgesamt erscheint als die ausgleichenden Mittel, als die aktiver verrechnet mit den passiver, was immer Null ergibt. Das heißt, Sie sehen, dass zu jedem Zeitpunkt die aktiver und die passiver Null geben. Also die Off-Ledger auf der privaten Seite und die Forderungen auf der öffentlichen Seite, dass die Null ergeben. Jetzt mag man sich fragen, naja, aber was hat das mit Profiten zu tun? Das hat gar nichts mit Profiten zu tun, denn Sie werden feststellen, dass die Off-Ledger, also die Bilanz, immer Null ergibt, ganz gleich, ob eine Firma Profite oder Verluste gemacht hat. Das ist das Interessante. Das heißt, eine Profit- und Verlustrechnung hat überhaupt nichts zu tun mit der Buchführung in der Art und Weise, wie sie im Staatskonkurs geführt wird, sondern Profit und Verlust ist das, was auf der öffentlichen Seite, also auf den Accounts Receivables und Accounts Payables auf der öffentlichen Seite, was da passiert ist. Das heißt, die Firma hat auf der öffentlichen Seite weniger eingenommen, also weniger Forderungen wurden ausgeglichen, als sie selber ausgeglichen hat. Das wäre dann ein Verlust. Oder ihr gegenüber wurden mehr Forderungen ausgeglichen, als sie anderen Parteien gegenüber Forderungen ausgeglichen hat, und dann ist es ein Gewinn. Das hat nichts damit zu tun mit den Aktiver und Passiver, die trotzdem immer Null sein müssen. Das heißt, die Aktiver und die Passiver sind immer Null, auch dann, wenn eine Firma Profite oder Verluste macht. Das spielt also keine Rolle. Und da sehen Sie, das ist unabhängig von dieser doppelten Buchführungstechnik. Jetzt, rein technisch gesehen, wenn man eine Verbindlichkeit ausgleicht mit einer Annahme, dann macht die Firma oder der Rechnungssteller, besser gesagt, keine Profite. Er macht keine Profite. Denn was passiert nun? Ich beziehe die ausgleichende Verbindlichkeit, die aufgrund der doppelten Buchführung, in welche der Rechnungssteller operiert, immer vorhanden sein muss und zwinge jetzt auf die eine oder andere Art und Weise den Rechnungssteller oder dessen buchführendes Institut, das nach den Intermediate Accounting Practices zu verrechnen, dann ist es ein rein administrativer Prozess, der aufgrund bestimmter Ledger-Einträge in der Buchführungssoftware
zum Ausgleich kommt. Das heißt, die Verbindlichkeit erlischt auf der öffentlichen Seite und die ausgleichende Verbindlichkeit des rechnungsstellenden Instituts erlischt auf der privaten Seite. Das heißt, es ist Tabula rasa gemacht worden bezüglich dieser Forderung. Das heißt, die Firma hat da keinen Profit. Ja, sie hat nicht die extra 1000 Euro, sondern sie hat jetzt, wir haben die 1000 Euro, die sie als ausgleichende Verbindlichkeit hatte, bezogen mit der Annahme. Und die hat sie jetzt verrechnet nach rein administrativen Regeln in der doppelten Buchführung, die da bekannt sind als die Intermediate Accounting Practices unter GAAP. Und jetzt hat sie da keinen Profit, also zahlt sie auch keine Steuer drauf. Sie hat bezüglich dieser Transaktion dann weder Gewinn noch Verlust gemacht, aber trotzdem sind alle Mitarbeiter und alle Vorstände bezahlt worden. Denn woher kommen diese Mittel? Jedes Mal, wenn eine Firma einen neuen Stromkunden bekommt, stellt dieser Stromkunde seine Freistellung zur Verfügung. Das heißt, die Firma kann so viel neuen Wert schaffen, einfach in Form der Rechnung, natürlich hat sie die ausgleichende Verbindlichkeit, die sie braucht, um den Kunden mit dem Strom zu bedienen. Jetzt, bezüglich Stromfirmen kann man vielleicht später noch was sagen. Aber das ist erst einmal eine interessante Tatsache. Das heißt, mit jedem Neukunden gibt man der Firma das Recht, jetzt auf den großen Kredittopf, den ein Staat hat, zuzugreifen, um dem Kunden den Strom zu liefern. Und das ist in Form der doppelten Buchführung von vornherein gegeben. Das heißt, alle Mitarbeiter können gleich bezahlt werden oder sind bezahlt. Ja, das heißt, die haben ja so viele Kunden, die brauchen nicht immer mehr und mehr und mehr und mehr Mitarbeiter für jeden neuen Kunden, den sie bekommen, sondern nur vielleicht für alle 100 oder alle 1000 oder alle 10.000 brauchen sie externe Mitarbeiter. Das heißt, eine Firma in der Form hat nie Verluste, denn jeder geht nach Hause mit seinem Scheck, der dort arbeitet und hat so oder seiner Überweisung, sein Monatsgehalt und isst und hat seine Wohnung oder sein Haus oder was auch immer. Und alles aufgrund der Vorbezahlung. Und wenn wir also entscheiden, wir wollen jetzt eine bestimmte Elektrizitätsfirma, dass sie uns den Strom liefert, und das ist wirklich das Einzige, was sie einem in Rechnung stellen sollte, vielleicht die Leitungsmiete, und nicht den Strom verbraucht, denn Strom wird nicht verbraucht, aber das ist ein anderes Thema, dann ist es eine ganz andere Angelegenheit. So, jetzt, wo kommt das her? Wo ist überhaupt der Ursprung der doppelten Buchführung? Nun, man nennt die doppelte Buchführung auch das florentinische Buchhaltungssystem. Und das früheste Aufzeichnungen darüber gibt es aus dem 11. Jahrhundert, soweit man das weiß. Und der Vatikan hat diese im 15. Jahrhundert auch übernommen, oder im 16. Jahrhundert besser gesagt, zu Zeiten Papst Alexander des VI., also des sogenannten Borgia-Papstes. Und die doppelte Buchführung, also dieses Ausgleichsprinzip, was immer vorhanden ist, das basiert natürlich auf dem Wissen und der Weisheit, dass alles bereits ausgeglichen ist. Und dass das Einzige, was der Mensch zu leisten hat, um überhaupt Wert zu schaffen, das ist, er muss Arbeit leisten. Ja, das heißt, er muss die Rohstoffe aus dem Boden rauskriegen. Er muss seinen Garten bearbeiten. Und das ist eigentlich eine Minimalarbeit für das, was er selber braucht. Jetzt vielleicht in Form von Eisenerzen oder Erzen überhaupt oder Kupfer. Da muss man schon ein bisschen raffinierter zu Werke gehen. Auf jeden Fall muss er, soweit es ihn betrifft, relativ wenig tun, um relativ viel zu bekommen. Ja, ein Weizenkorn in den Boden gesät, schafft eine Ehre mit vielleicht 30 Weizenkörnern. Das ist schon ein ziemlich guter Ertrag. Also Arbeit muss geleistet werden, aber ansonsten ist alles da. Ja, keiner Mutter wurde bei der Geburt eine Rechnung Gottes oder eines Schöpfers oder des Zufallsprinzips oder von Darwin vorgelegt, ganz gleich, woran man da glaubt. Und hat gesagt, hier, das sind die Ressourcen, die dein kleiner Sprössling hier mal verbrauchen wird, und hier ist die Rechnung dafür. Also ein unsinniger Gedanke, das ist nicht passiert. Und ich kenne auch niemanden, dem das passiert ist. Das heißt, die Dinge sind da und man muss eine bestimmte Energie anwenden, um die Dinge sozusagen zu vervielfältigen, um daraus Wert zu schöpfen. Und zwar nicht nur einen genauen Gegenwert, sondern eigentlich schafft man es, der ganzen Sache mehr Wert zu geben, als das, was man eingebracht hatte, aufgrund der Natur und der Naturgesetze.
Und die schwarze Nobilität oder die babylonischen Talmudisten oder wie man auch immer diese Kanaaniten bezeichnen will, die wussten das von vornherein. Die wussten, dass alles vorbezahlt ist. Und deren Trick und deren Kunst bestand darin, durch Engpässe der Versorgung sich sozusagen in die Position des Staudamms zu bringen, wo sie wirklich Beert vorenthalten konnten anderen und diesen nur freigaben und auch oft nicht freigaben für bestimmte Gegenwerte, die sie haben wollten. Und das war die Energie der Menschen. Das heißt, die haben sich auf einmal zum Abschöpfer der Energie der Menschen gemacht und haben dann den Menschen aber nicht den ganzen Mehrwert gegeben, sondern nur einen bestimmt festgesetzten Wert zu einem bestimmten Preis. Und haben für sich selber die Mehrwertsteuer in Anspruch genommen. Weil sie sozusagen gesagt haben, wir sind hier die Ermöglicher des Kommerzes, wir machen es euch möglich, dass ihr im Kommerz tätig seid, also schuldet ihr uns den Mehrwert. Und das ist natürlich die Sache auf den Kopf gestellt. Aber die wussten im Prinzip, dass alles ausgeglichen war. Und unter sich selber, also unter den kanaanitischen, babylonischen Talmudisten, haben die natürlich das Prinzip der doppelten Buchführung immer angewendet und verrechnet. Das war überhaupt kein Thema für die. Denn die wollten sich nicht gegenseitig da jetzt belasten und sich die Energie rauben, sondern sie haben an einem Ziel gearbeitet. Und das war natürlich, die Schem zu unterwerfen. Und das heißt, die haben sich da dieses Prinzips des Ausgleichs bedient und es aber nicht wirklich den anderen zur Verfügung gestellt. Und diese Änderung trat ein mit Christi Geburt, wo durch Christi Tod die Schulden der Menschen vorbezahlt wurden, vorvergeben wurden. Und das war für die ein wirkliches Problem. Und da muss man wirklich genauer nachforschen, das mag sich jetzt für einige seltsam anhören, aber da muss man, wenn einen das interessiert, schon genauer nachforschen, das obliegt jedem selber, diese Forschung zu betreiben, was es da für Bücher, Aufsätze, Schriftstücke gab, aus alten Zeiten, vielleicht aus dem 4., 5. Jahrhundert, die da interessant sein könnten. Da will ich nichts dazu sagen, kann ich auch gar nicht, oder will ich nicht, besser gesagt. Das muss jeder selber herausfinden. Ich kann Ihnen nur versichern, dass das jeder herausfinden kann, wenn er eine gewisse Energie darauf verwendet. Und das war für die also spirituell gesehen ein Problem, weil sie jetzt diese Freistellung oder diese Vorbezahlung in ihr kommerzielles System einfließen lassen mussten. Und da konnte auch die katholische Kirche sich nicht dagegen wehren und musste das tun. Und hat es auch getan. Spät, aber lieber spät als gar nicht. Und das ist der Grund, warum die Konkurse, warum die Staaten, warum auch nach der Trennung von Kirche und Staat dieses Prinzip weiterhin erhalten blieb, wenn auch verschleiert. Denn es war von vornherein klar, niemand hatte das Recht, einen anderen Mann oder ein anderes Weib zu einem Glauben zu bekehren mit Gewalt oder ihm den aufzuzwingen. Und das hat auch die katholische Kirche nie getan. Das mag sich befremdlich anhören, aber was da über Kreuzzüge gelehrt wird, das ist also ein hanebüchener Unsinn. Es ist der Doktrin des Christentums entgegengesetzt, mit Gewalt andere zu bekehren. Ja, jeder muss diesen Schritt selber gehen. Das hat Christus selber auch gesagt. Und er hat zwar gesagt, er bringt nicht den Frieden, sondern das Schwert, aber das war das Schwert der Wahrheit und kein gewalttätiges Schwert. Und ja, man durfte rumgehen, man durfte missionieren, das war klar, aber niemals sind die Kreuzzüge ausgeartet in einer derartigen Art und Weise, dass die Araber dort mit dem Schwert oder dass die katholische Kirche mit dem Schwert und mit Gewalt Araber zum Christentum bekehrt hatte. Nein, sie haben versucht, die heilige Stadt gegen die Kanaaniten zu verteidigen. Eine wirklich sehr noble und wichtige Tätigkeit zu dem Zeitpunkt. Das heißt, diese doppelte Buchführungssystem war immer da. Das heißt, man konnte die Vergebung finden, wenn man sie erbeten hatte. Ja, das ist das Prinzip, derjenige, der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und danach ging die Ehebrecherin von dannen und Christus sagte ihr, geh hin und sündige fortan nicht mehr. Und das ist ein Symbol, das ist ein Bild. Okay, wann ist man ein Ehebrecher? Nun im Grunde genommen, wenn man in Schulden hereinkommt,
Jetzt kann das manchmal passieren ohne das eigene Verschulden, aber trotzdem ist man verantwortlich für die Schulden. Und um diese Situation zu adressieren, um der zu begegnen, aus diesem Grund alleine musste das System der doppelten Buchführung eingeführt werden. Und wurde es auch. Das ist jetzt ein bisschen der spirituelle Hintergrund. Aber zurück zu den mehr praktischen Aspekten, um das nochmal zu erläutern. Jede Rechnung, die Sie vorgelegt bekommen, bleiben wir ruhig bei der Elektrizitätsfirma, ist eine Forderung, die die Firma auf öffentlicher Seite gegenüber der natürlichen Person hat oder dem sogenannten Kunden. Das ist eine Forderung, das nennt man die Accounts Receivables. Und wenn diese nicht erfüllt wird oder ausgeglichen wird auf öffentlicher Seite, dann ist das eine entehrte Forderung und die können die dann zum Beispiel zum entweder Insolvenzgericht tragen oder aber in die Zwangsvollstreckung treiben. Das ist also möglich. Aber wenn wir uns als private Gläubiger sehen, dann ist das keine Rechnung, dann ist das keine Forderung, die wir auszugleichen haben. Ja, sondern ist es ein Gesuch oder ein Ersuchen, die Zinsen für die Kredite, die die Firma aufgenommen hat, die sie auch nicht zurückzahlen muss, die Zinsen muss sie aber zahlen, für den verbrauchten Strom anteilsmäßig uns zuzuschreiben und denen wieder zurückzuübertragen. Also mit anderen Worten, sehe ich eine Rechnung, wo 3.000 Euro draufsteht, dann wollen die mir etwas geben. Das ist die private Seite, wie man das angucken kann. Und warum ist das schlüssig oder wo ist der Beweis dafür, dass das eine richtige und korrekte Schlussfolgerung ist? Nun, das liegt daran, wenn man das Dokument oder die Rechnung in seinem gesamten Konzept betrachtet und auch genau Punkt für Punkt logisch die Elemente analysiert. Ja, erstens mal wird die Rechnung ausgestellt im Namen der Stromfirma zum Beispiel, des Stromlieferanten. Da steht also dessen Firmenadresse oben drüber, das ist der Stromlieferant. Und dann hat er, weist er eine Rechnung aus, einen bestimmten Betrag bezüglich eines bestimmten Kundenkontos. Ja. Nun, das Kundenkonto habe ich nicht unter meiner Gewalt. Das heißt, das Kundenkonto, die haben die Nummer erfunden, die haben die Nummer zugewiesen. Und unter diesem Kundenkonto, wenn ich darauf Bezug nehme, können die sofort zugreifen auf das Konto und sehen, was da für Transaktionen stattgefunden haben. Das heißt, es ist deren Konto. Und wenn die mir eine Rechnung schicken und da steht unten drunter 3.000 plus oder 1.000 plus, ja, dann heißt das, dass das Konto im Plus ist und nicht im Minus. Denn sonst würden die mir schreiben, ihr Konto ist nach erfolgter Stromlieferung um 1.000 Euro überzogen. Aber das sagen sie nicht. Sondern sie sagen, das ist die Rechnung. Bitte gleichen Sie diese innerhalb von 14 Tagen oder 30 Tagen aus. So, das heißt, Sie bitten um den Ausgleich. Das tun Sie zunächst. Sie bitten um den Ausgleich. Da ist alles noch auf der privaten Seite, wenn man so will. Oder sagen wir so, da steht die private Seite noch offen. In dem Moment, wo ich diese Frist versäume, oder besser gesagt noch, in dem Moment, wo ich später als 24 Stunden danach den Ausgleich privat vollziehe, da rutscht die ganze Sache in die Öffentlichkeit und Sie werden bemerken, dass jetzt sich deren Sprache ändert beim nächsten Schriftstück. Da sprechen sie nämlich dann von Forderung. Vor allen Dingen dann, wenn der Verzug eingetreten ist, auch auf öffentlicher Seite. Dann fangen sie an, von Forderung zu sprechen. Jetzt haben sie eine wirkliche Forderung. Aber auf der ersten Rechnung bitten sie um den Ausgleich, nicht um die Bezahlung. Wie wir ja schon wissen, kann man nicht bezahlen. Man kann nicht mit Schuldgeld eine Schuld bezahlen. Der Euro ist schuldbasiertes Skript, ja, Privatskript der Bankier. Das heißt, es ist ein Lehen oder ein Pfandbrief auf die Arbeit der Menschen. Das heißt, es ist also eine Schuld. Das heißt, verwendet man dieses, verschiebt man lediglich die Haftung auf diejenigen, die dann auch unsere Energie anderweitig plündern können. Das ist also schon ein bisschen frech, aber gut, so ist es. Das heißt, man kann keine Schuld mit einer Schuld wirklich bezahlen. Und deswegen verwenden die auch das Wort bezahlen nicht, sondern sie verwenden das Wort ausgleichen. Jetzt, wenn man das entehrt, wenn man auf sonst irgendeine Art und Weise das versäumt, das privat auszugleichen, dann
kommen Sie natürlich auf der öffentlichen Seite und nennen das nun eine Forderung. Das heißt, jetzt fordern Sie Euro, jetzt fordern Sie eine Überweisung, einen Scheck oder sonst irgendwas in der Art. Ja, Sie fordern irgendetwas, was Sie in Euro direkt umwandeln können. Und wenn man jetzt aber das privat sieht, ich sehe die Rechnung also als ein Ersuchen an den Gläubiger, dann sehe ich, diese 1000 Euro ist etwas, was mir zusteht. Und ich will das nicht ausbezahlt bekommen, denn man muss ja immer bedenken, dass hier diese 1000 Euro, die sitzen bei denen in den Off-Ledgern. Das heißt, das ist nicht auf der öffentlichen Seite. Das heißt, die können mir das nicht auszahlen, denn dadurch würde ich wiederum eine Verbindlichkeit schaffen auf der öffentlichen Seite. Sondern ich muss das annehmen. Ich muss sagen, gut, ja, ich nehme die Zinsen an. Ich nehme nicht hier eine Schuld an, sondern ich nehme die Zinsen an. Das ist die korrekte Sache. Die Zinsen, die Sie einem zuschreiben. Okay? Damit man mal das korrekte Verständnis hat für die Annahme. Denn ich höre das ständig und immer wieder, dass wir hier die Forderung annehmen, dass wir hier die Schuld annehmen, die Verbindlichkeit annehmen. Wir nehmen die Verbindlichkeit des Rechnungsstellers an und überschreiben sie in einem Zuge gleich wieder an Sie zurück zum Ausgleich. Mit anderen Worten, wir geben denen die Autorität, die ausgleichende Verbindlichkeit, die sie in ihren privaten Off-Ledgern halten, zur Verrechnung heranzuziehen oder zu beziehen, um strenge kommerzielle Terminologie zu verwenden. Und da kann man sehen, dass somit die Annahme, streng genommen, eine Art von Wechsel ist. Wir kommen dann noch drauf zu sprechen, wenn wir über die verschiedenen kommerziellen Dokumente und deren Natur sprechen. Also die Annahme ist eigentlich ein privater Wechsel. Und dann können die das nach den administrativ gesprochen verrechnen. Das ist die korrekte Herangehensweise, auch jetzt von den Denkprozessen her, an die Annahme. Das heißt, ich nehme hier nicht eine Schuld an, sondern ich nehme eigentlich wirklich die Zinsen an, die die mir geben müssen im Konkurs, denn schließlich haben sie aufgrund meiner Energie in der Öffentlichkeit Kredite bekommen, die die nicht zurückzahlen müssen, um zum Beispiel Strom zu liefern oder Autos zu bauen oder Wasser zu liefern. Ja? Das heißt, das steht mir zu, diese Zinsen. Sonst ist es nichts weiter als unfreiwillige Dienstbarkeit. Oder wenn ich sie per Euro bezahle, ist es Sklaverei. Und Sklaverei ist, dass sich freiwillig in eine Dienstherrenschaft begeben, um eine Schuld zu begleichen. Das ist Sklaverei. Also bitte nicht argumentieren, das ist ja Sklaverei vor Gericht. Dann sagen die, naja, was beschweren Sie sich? Sie verwenden das Wort Sklaverei, das heißt, Sie sind da freiwillig drin. Wenn Sie sich in der Art und Weise äußern wollen, dann würde ich das Wort unfreiwillige Dienstbarkeit oder erzwungene Dienstbarkeit verwenden. So, das heißt also, dass man mit der Annahme die ausgleichende Verbindlichkeit der rechnungsstellenden Partei bezieht. Und die ausgleichende Verbindlichkeit der rechnungsstellenden Partei entsteht durch das System der doppelten Buchführung automatisch, reflektiert aber die Zinsen, die der Person oder dem Mann hinter der Person zustehen, dessen Freistellung eigentlich für die Produktion der Güter und so weiter hereingezogen wurde. So, damit würde ich sagen, belassen wir es erst einmal und jetzt gehen wir bitte in den Fragenteil über. Und der sollte sich nur wirklich jetzt auf doppelte Buchführung, Annahmen und so weiter beziehen. Denn wenn das nicht verstanden wird, dieses Prinzip dahinter, dann werden Sie auch die Annahme nicht verstehen. Gut.